Ja, hallo und herzlich willkommen beim Kleingartenparadies. Heute gibt es den Gartenrundgang Mai 2017. Ja, es gab länger kein Video mehr von uns. Ja, keine Zeit, kennt ihr ja. Wir haben jetzt das Wochenende die Nacht im Garten verbracht. Und meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem wünsche ich viel Spaß beim Gartenrundgang Mai 2017. So. Wir wollen nochmal die Regenpause nutzen. Wir hatten leichte Schauer gehabt. Kiwi haben wir immer noch keine Früchte dran. Ich habe mir, wie gesagt, ein Buch bestellt, wie man eine Kiwi richtig schneidet, weil im Internet gibt es verschiedene Aussagen, wie, wann und geschnitten wird. Und ich möchte das gerne einmal in einem Buch niedergeschrieben haben. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich habe bis jetzt noch keinen Schnitt gemacht. Ich mache ihn mal. Das werde ich auch mit aufnehmen, sodass ihr davon auch was habt. Aber jetzt geht es weiter mit den Weinen. Also es tut mir wirklich ein bisschen leid. Mir fällt das Reden auch ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr müsst da durch. Ich lasse einfach mal die Bilder sprechen. Ja. Wie gesagt, Wein hatte ich ja gedacht. Da sind schon die ersten Trauben dran. Beziehungsweise hier bilden sich schon die ersten Trauben. Da bin ich mal gespannt. Wir hatten ja immer mal vor, mal ein bisschen Wein zu keltern. Aber seitdem wir das ausgesprochen haben und ein bisschen Equipment dazu gekauft haben, ist der Wein plötzlich oder die Weintrauben plötzlich nicht mehr bis zur Ernte für uns zur Verfügung. So, hier haben wir unsere Linsen. Die haben einen Megaschub gemacht. Und ich muss auch noch mal vorweg sagen, hier gibt es viele Veränderungen. Viele kleine Veränderungen auch, neue Beete, Gewächshaus und so weiter und so fort. Hier haben wir doch einmal die Linse Pisarecca. Da haben wir insgesamt zwei Bahnen. Die sind gut angewachsen, beziehungsweise wo wir sie ausgesät haben, die sind gut gekommen und sprießen ordentlich in der Höhe. Und dann haben wir hier drei Reihen von den schwarzen Linsen. So, jetzt dürft ihr mal mein selbst gebasteltes Dach bewundern. Ich weiß, das ist nicht perfekt. Hier fehlen noch Querstreben rein. Das muss ich noch machen, damit das ein bisschen ausgesteift ist. Aber wir geben ja nicht auf. Wir wollen nämlich die Melonen. Da wollen wir endlich mal einen Erfolg haben. Wir gehen jetzt mal ganz anders davon. Wir lassen jetzt nicht mehr so viel Regen von oben dran, sondern gießen mehr direkt und haben dieses Beet richtig schön aufgedüngt. Ich habe hier als Direktsaat ausgesät, ziemlich spät allerdings, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar war das am 21.05., also ist gar nicht so lange her, also vor ein paar Tagen. Einmal die Sonnenmelone und einmal die Apfelmelone. Die habe ich als Saatgut aus dem Internet gekauft und wollen wir mal schauen. Das sind unsere vorgezogenen Melonen. Da muss ich noch mal schnell schauen, welche das sind. Irgendwas mit Wassermelone, Sugar Baby. Genau, das ist der nächste Versuch. Das ist ja beim letzten Mal nichts geworden. Und was haben wir hier hinten noch? Und die Babymelone, also oder Taschenmelone besser gesagt, die sind am 4.4. sozusagen ausgesät worden. Gut, dann geht es mal weiter zu unseren Maibeeren. Die halten wirklich Wort. Wir können im Mai, können wir hier schon die ersten Beeren ernten. Ich gehe mal dicht dran, seht ihr das? Die schmecken leicht säuerlich, also nicht so wie die Blaubeeren. Sondern ich hoffe, das ist scharf gestellt. Ne? Also wirklich, die sind dann, wenn man ein bisschen drauf drückt und ein bisschen weich sind, sind sie schon erntefähig oder beziehungsweise genussreif. Ja, ziemlich sauer. Aber sauer macht ja bekanntlich lustig und das können wir immer gebrauchen. Also hier unsere drei Büsche, die tragen. Der hier hinten, der steht ein bisschen ungünstig, den werden wir auch nochmal umsetzen. Da müssen wir noch mal einen geeigneten Platz finden. Vielleicht verschenken wir den auch zum Nachbarn, weil ich finde, zwei reichen. Ja,
unsere Mirabelle, das ist ja hier oben, dieser Kavenzmann. Früchte habe ich noch nicht gesehen. Das kommt. Boah, wir haben viele Wassertriebe da drin, obwohl wir den letztes Jahr geschnitten hatten. Wir haben hier Blüten dran gehabt, aber ich sehe momentan nicht, ob da irgendwelche Fruchtansätze sind. Wir hatten noch einen späten Frost gehabt, der vielleicht ziemlich viel kaputt gemacht hat. Ja, hier haben wir unseren Apfelbaum. Den kennt ihr ja. Das ist ja ein Starkets. Der soll Schorfresistent sein. Und wie es aussieht, trägt der. Ah, der hat noch nichts dran. Ne, noch nichts. Ja, hier haben wir dann noch unsere Kirsche. Ihr seht hier vorne, da ist schon eine dran. Hier ist noch eine zweite. Also ein wenig können wir von diesem Baum hier ernten. Hier ist auch nochmal unsere Frühkirsche. Ob hier jetzt was dran ist, das ist jetzt noch nichts. Ich sehe, wir haben hier einen kleinen Befall. Seht ihr das? Ja, kleinen Befall, da muss ich mich nachher mal drum kümmern. Erstmal identifizieren und dann natürlich bekämpfen. Ja, da haben wir jetzt hier noch einen Apfelbaum unseren ersten Tagen. Also der ist schon ziemlich lange hier. Glaube ich zumindest. Ne? Oder hatten wir den nochmal? Ne, die hatten wir nochmal nachgekauft, weil uns ja die Karnickel hier die ganze Rinde von den frischen abgenagt haben. Also hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Früchte dran. Mal gucken, ob wir... Also letztes Jahr hatten wir hier ja auch welche schon geerntet. Die waren leicht säuerlich, aber mir ist es da nicht egal. Hauptsache, wir haben hier so ein bisschen Obst. Ich teile auch gerne mit der Natur. Wenn irgendwas runterfällt, sollen die Karnickel natürlich auch was zu fressen haben. Hier haben wir unsere rote Johannisbeere. Die trägt eigentlich immer recht viel. Dieses Jahr scheint es zu gehen. Aber gut, wir haben ja noch einen zweiten. Und das ist eh immer zu viel. Also gönnen wir dem mal ein Jahr Erholung hier. Unser nächster Säulenapfelbaum, der steht hier. Der hat hier nicht so viel dran. Aber mit jahrelangem Verzicht auf Äpfel bin ich froh über jeden einzelnen Apfel, der da eben halt kommt. Gut, weiter geht's zu unserem Vorzeigeapfel, Säulenapfelbaum. Mit einer meiner Lieblingsäpfel hier im Garten. Da konnten wir auch, glaube ich, bisher nur 3 oder 4 Äpfel ernten. Jetzt sehe ich hier nicht einen dran. Das erschreckt mich ein wenig, aber gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch... Ach doch, da ist einer. Ich soll nie die Hoffnung aufgeben. Da oben. Seht ihr das? Der hat letztes Jahr, glaube ich, 2 oder 3 getragen. Gut, jetzt geht es mal ein bisschen zügiger, sonst brauche ich zu lange hier. Ja, ihr erinnert euch an den Pflücksalat und Radieschen und die 3 verschiedenen Sorten Radieschen. Wir haben hier, Moment, das sind, ich glaube, Eiszapfen heißen die, glaube ich, oder so, ne? Die schmecken oberlecker, so ein bisschen nach Rettich und finde ich total klasse. Ich glaube, der ist jetzt schon einen Tick zu lange, aber das macht nichts. Kann man trotzdem noch essen. Und ansonsten lassen wir es für die Tiere liegen. Das kann natürlich raus, den haben wir. Wir kommen an den Salat gar nicht mehr gegen an. Man macht jedes Mal den gleichen Fehler. Hier ist noch ein anderes Radieschen. Die sind optimal in der Größe. Viel größer sollen die auch gar nicht werden. Klein und fein, sag ich immer. Ja, da drüben auf der anderen Seite, wo jetzt die beiden drauf liegen, da ist genau dasselbe nochmal drin, nur ein Tick kleiner. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Hier haben wir jetzt einmal Brokkoli. Das erkennt ihr ja, glaube ich, Brokkoli. Dann haben wir hier Wirsing. Und Brokkoli, Wirsing. Und was ist da hinten? Superschmelz. Ja. Superschmelz. Das müsste da hier vorne, der hier, glaube ich, sein. Hier, ne? Genau. Ja, da müssen wir mal schauen. Ich komme noch Kartoffeln durch. Dass das hier noch schön was wird. Da habe ich mich schön Lust drauf. Gerade so Brokkoli und Wirsingkohl finde ich total klasse. Auch der Superschmelz.
ist auch einer meiner Favoriten. Hier müssen wir uns noch ein bisschen Unkraut um die ganzen Beikräuter kümmern. Aber gut. Ach so, übrigens, dass meine Stimme, dass sie so weg ist, das kommt nicht, weil ich jetzt irgendwie viel getrunken habe oder sowas. Ich weiß auch nicht, ich bin die ganze Zeit so angeschlagen, weil man sagt uns Kleingärtner ja so ein bisschen immer nach, dass man einen über den Durst trinkt. Aber das ist nicht so, okay? Ab und zu mal zumindest. Ja, unsere Kartoffeln, die kommen auch ordentlich, die haben wir noch ordentlich mal angehäuft. Ja, hier könnt ihr noch mal einen kleinen Blick auf unseren Blumenbeet hier hinten werfen, bevor es weitergeht zu meinen Favoriten. Ja, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Spargel. Da habe ich schon, ach, ich glaube insgesamt von den Spargel habe ich von der Sorte Schneewittchen, also ein grüner Spargel ist das. Da habe ich, glaube ich, oder haben wir, ich glaube, 5 oder 6 Stangen schon geerntet. Heute nehme ich wieder ein bisschen mit nach Hause. Oder ich koche es mir nachher hier. Die anderen komme ich mal eben kurz mit euch darüber. Das ist so ungefähr immer die Größe, ein ganz kleinen Tick kleiner. Also wenn sie ungefähr hier sind, ich sage immer so 1-2 Hände breit, so 20 cm vielleicht, dann ernte ich das. Und der schmeckt wirklich immer gut, einfach in Salzwasser gekocht und ja, und genießen. So, es waren eigentlich hier immer viel mehr Spargel gewesen, aber es wurde wohl irgendwie immer verdrängt. So, und neben unserem Spargelbeet haben wir hier Lauchzwiebeln, jede Menge. Hat sich auch ein bisschen dieser Babyleaf-Salat, der hier in der Nachbarreihe ist, verirrt. Hier auch nochmal Babyleaf, das seht ihr ja selber alles. Nochmal Lauchzwiebeln. Und da hinten haben wir noch Sellerie. Der kommt jetzt auch hier langsam raus, vermute ich mal. Ja. Und hinten nochmal Lauchzwiebeln. Dann haben wir hier eine Reihe Palmkohl. Da bin ich richtig mal gespannt drauf, auf den Palmkohl. Der wird bestimmt riesig. Ja. Schauen wir mal. Und hier, was so ein bisschen verkümmert ist, das ist die Einlegegurke. Wie heißt die nochmal? Vorgebirge, ne? Ah. Ja, und hier hinten, wo der Stock hinten drin ist, da haben wir jetzt nochmal Mais als Direktsaat ausgesät und ja, wollen wir hoffen, dass da ordentlich was kommt. So, und in unserem Tunnel haben wir was drin? Weißkohl. Gott, ich lasse euch da mal rein. Ja, Weißkohl und Blumenkohl. Ja, das ist sozusagen jetzt Premiere. Wir haben mit Kohl, bis auf Grünkohl, eigentlich nicht solche guten Erfahrungen hier gemacht. Und deswegen haben wir einfach mal diese Folie hier drauf gespannt, um zu gucken, was hier ist. Ja, schauen wir mal, ne? Das wird schon. Ja, und hier in unserer Asia-Ecke, da müssen wir jetzt auch wieder bei. Obwohl wir da einen Unkrautvlies haben. Ihr seht hier, dass der Rasen, der kommt hier überall durch. Und ja, will uns ärgern. Gut, wir gehen jetzt doch einfach mal hier rum. Hier ist noch unsere Blaubeere. Ich weiß, hatten wir einen Kommentar. Vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass ihr ja eigentlich breitere Gefäße haben sollte. Wir lassen ihn jetzt da einfach drin. Wenn ich ehrlich bin, wir haben auch kein breiteres Gefäß. Das muss ich noch mal bestellen bzw. einkaufen. Ja, hier will ich jetzt nicht so häufig sein, weil hier haben wir ein Vogelnest in der Hecke. Hier sind Drosseln am Brüten. Deswegen werden wir hier auch einmal ganz kurz nur rumgehen. Und dann dürft ihr noch mal die Hostas bewundern.
Die sind wirklich sehr gut angewachsen, muss ich sagen. Mit den Schildern hinten müssen wir mal eben halt gucken, ob das auch wirklich denn diese Sorte ist. Hier sieht man ja schon von der Blattfarbe her, das kommt auch hin, Francais oder Francais, das kommt hin. Und da muss man eben halt mal schauen, weil die haben wir auch aufs Internet bestellt und da weiß man es ja nie, ne? Gut, jetzt gehen wir hier noch einmal kurz durch. Dann haben wir hier noch mal einen kleinen Weg angelegt. Hier hinten war ja das Steinbeet gewesen, da wo jetzt diese drei Schmetterlingsleuchten sind. Seht ihr das? Hier war das Steinbeet gewesen und da haben wir jetzt, das haben wir jetzt ja, aufgelöst und das sind ja unsere selbstgegossenen Steine aus Beton. Estrich haben wir mal mühevoll hier mit den Kindern damals noch alles schön, na, wie heißt es hier nochmal, gegossen. Und ja, jetzt haben wir uns entschlossen dazu hier einen kleinen Weg zu machen, weil das finden wir urig. Der wird noch ein bisschen beleuchtet, damit wir hier auch im Dunkeln den so ein bisschen betonen. Und das finde ich echt einfach total klasse, sowas. So, wir gehen aber wieder zurück. Wir nehmen nicht die Abkürzung. Ja, dann schauen wir hier nochmal, was hier noch so Schönes ist. So. Könnt ihr einfach noch mal hier schauen, was hier alles so kommt. Und ich schone währenddessen so ein wenig meine Stimme. Ist auch eine gute Ausrede, weil ich auch nicht weiß, wie die meisten Pflanzen hier heißen. Jetzt nur mal so die Blumen, aber gut. Ja, das finde ich auch hier ganz hübsch. Die Blüten finde ich sowieso immer sehr attraktiv, diese Blüten. Ja. Was war das? Das war eine Zwetschge nochmal, ne? Nee, das war? Das sind drei Zwetschgen, ja. Ja, drei Zwetschgen, ne? Genau. Also hier ist auch noch nichts dran, das wird aber noch kommen. Hier ist unser Pfirsich und das war Nektarine, ne? Nee. Aprikose, oh, ich wechsel das immer. Ja, ich muss immer, da müssen wir echt große Pflanzschilder ran machen. Das ist der Tribut, dass man alt wird. Oder so. Also hier der Pfirsich, hier ist nochmal die Zwetschge. Ja, da haben wir wohl sicherlich ein bisschen übertrieben mit dem Zurückschneiden. Wir vermuten mal, dass das hier, dass der abstirbt hier, der Ast. Aber da müssen wir nochmal schauen eben halt. Wir müssen also mal ein bisschen im Pflanzschnitt üben, aber okay. Hattest du eigentlich eine Zwetschge hier gesehen? Nee, ne? Man hat immer so viel zu tun hier, dass man gar nicht so die Natur so ein bisschen bewundern kann. Aber okay. Gut, dann kommen wir mal. Das kennt ihr ja, glaube ich, schon hier. Das hatte ich ja in einem extra Video mal gemacht, wo wir das hier gebaut haben. Und ich finde, es ist doch echt Wahnsinn, wenn man mein letztes Video mal anschaut, was jetzt oder wie das jetzt plötzlich alles, ja, gewachsen ist, ne? Die Kartoffeln hier, die das ist Wahnsinn, wie groß das wird alles. Und selbst hier haben wir unsere Neckerkönigin hinten ja schon ausgesät und oder gelegt. Und wie sie kommen, hier haben wir einen schönen Überfall gehabt von Schnecken. Die haben sich hier, ich weiß gar nicht, wann das geschehen ist, das muss von gestern auf heute gewesen sein. Da war noch die ganze Schleimspur dran. Das haben die alles schön weggefressen hier. Gut, wahrscheinlich, ich gehe immer davon aus, dass die Natur das immer selbst regelt.
weil die vielleicht auch einen Tick zu eng gesteckt sind. Aber man sieht ja auch, die fressen ja nicht alles weg. Entweder haben sie zu lange dafür gebraucht, was ich nicht glaube, haben diese stehen lassen, weil alles kahl fressen tun sie nicht. Ich habe immer das Gefühl, die ordnen die Natur immer selbst. Ne? Ja. Hier haben wir die Kapuzinerkresse. Das wurde mir gerade eben vorgesagt. Dann haben wir hier unsere Buschbohnen. Zwei Reihen hier, zwei Reihen neben, hier neben. Dann haben wir hier, das ist Brokkoli. Ja, Brokkoli war das, genau. Hier haben wir nochmal schön Salat. Wie hieß der Salat nochmal? Maikönig oder? Ja. Maikönig, ne? Genau. Ja, guck mal, kann mir doch ein bisschen kann ich mir was merken. Ne? Gut, hier sind unsere Ranggitter. Da sollen die irgendwann mal oben hinkommen. Kommen sie auch, das wurde auch schon mal getestet. Ja, dann haben wir hier unseren Rattenschwanz. Das ist so ein strauchartiger, zweimal haben wir das hier, strauchartiger Pflanze, die solche Schoten praktisch hervorbringt. Ich habe die selber noch nicht gesehen, außer im Internet. Wir haben die Samen von einem Nachbarn, Gartennachbarn, und wie gesagt, hat geklappt, ist alles gekeimt, wächst gut wie Unkraut, und werden die auch weiter vermehren hier, dass sie sich an das Klima hier dran gewöhnen, und ja, die kann man einfach so naschen. Ich glaube, so wie Radieschen sollen die auch ein bisschen schmecken. Ja. So, hier haben wir unsere Zucchini noch drin. Und ach so, was wir hier noch ausgesät haben, das, bevor ich das vergesse, das ist hier noch der Borretsch. Da, wo der Stab drin ist. Das macht meine Frau, um mich zu ärgern, damit ich hier keine Hinweisschilder habe. Ja, hier haben wir noch eine Blaubeere. Ihr seht, da sind schon die Blüten von der Blaubeere. Ist auch immer sehr ertragreich. Hier haben wir unsere weiße Johannisbeere. Daneben nochmal eine blaue. Auch dieser Busch, der trägt sehr, 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 sehr schön und sehr gut. Ihr seht, was hier unten alles dranhängt. Das ist die rote Johannisbeere. Ja. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon bei den anderen Hochbeeten. Ja, ihr seht, dass hier die Zwiebeln sehr gut drin kommen. Wir haben hier jetzt noch den Pflücksalat. Dann haben wir noch die Radieschensorten Yasa, oder wie die heißt, glaube ich. Yasa war das, glaube ich. Kommt ziemlich gut. Ich kann mal eine ziehen hier. Seht euch das mal an, ist das nicht klasse? Man geht hier einfach ran, zieht sich eine raus und spült sie einmal ab oder wischt sie sich eigentlich mit dem Tuch eigentlich nur trocken und hat wirklich Vitamine pur. Also ich finde das immer total faszinierend, was die Natur so hervorbringt. Aber gegessen wird später, ich will euch nicht einen vorknacken hier. Ja, mit Möhren haben wir hier momentan so ein bisschen Probleme. Es sind zwar einige gekeimt, aber nicht das, was wir eigentlich so geplant haben. Aber ich sage ja immer, die Natur braucht immer Zeit zum Erholen. Mal ist ein gutes Karottenjahr oder Möhrenjahr und mal eben halt nicht. So, hier hinten wieder im Hintergrund Zwiebeln. Dann haben wir hier die, das müsste glaube ich die Mairübe sein. Ja, die Mairübe. Da haben wir ein bisschen mehr. Das ist auch die Mairübe. Naja, auch die Mairübe. Die essen wir ziemlich gerne. Wir haben die jetzt auch im Supermarkt gesehen. Die werden ja Tennisball groß. Wir ernten die mal einen ganz kleinen Tick früher. Aber ja, gut. Vielleicht ernten wir sie ja diesmal ein bisschen später. So, hier ist wieder ein Schild, was nicht beschriftet ist. Ihr seht aber, dass das ein Kohlrabi ist. Gut. Gut, auf der anderen Seite, gegenüberliegenden Seite, haben wir wieder jede Menge Zwiebeln.
wir hatten das ja auch so gepflanzt, ihr seht es sicherlich nochmal, immer 1, 2 und oben drüber, also wie so ein Dreieck, ist immer, ja, also die sind eigentlich zu eng gesetzt. Hat aber folgenden Hintergrund, 2 Zwiebeln, das sollen Zwiebeln werden und die dritte Zwiebel, das soll eine Lauchzwiebel werden, das heißt, die können wir rausreißen. Oder die muss eigentlich auch rausgerissen werden, weil sonst die anderen Zwiebeln nicht so viel Platz haben. Aber so haben wir auf kleinere Fläche viel Ertrag. Da haben wir heute auch mit gefrühstückt. Ja, einfach klasse. So, was haben wir noch hier drin? Ja, Möhre. Also ihr seht hier, Möhre ist wieder nichts gekommen. Das ist echt komisch, warum hier keine Möhre kommt. Unkraut kommt hier gut, aber keine Möhre. Dann haben wir hier noch die Wurzelpetersilie. Sollte hier eigentlich noch rauskommen. Ist auch nichts bis jetzt. Hier ist auch wieder Möhre und wieder Fehlanzeige. Okay, gut. Dann kommen wir mal zu den Chilis in unserem Hochbeet-Gewächshaus. Genau, so nenne ich das jetzt, Hochbeet-Gewächshaus. Ja, hier haben wir insgesamt 2, 4, 6, 7 Chilis drin, darunter ist, das sind süße, nicht scharfe und ich glaube, und die sibirische Hauspaprika ist hier auch noch zwischen, das müsste die vordere hier sein. Ja, und dann lassen wir uns immer einfach jetzt überraschen, die haben wir jetzt nicht markiert, weil wir einfach probieren, wir haben nämlich jetzt einmal falsch beschriftet und dann, ich habe die ja letztes Jahr getrocknet, unsere Chilis, und da sind ein paar Schafe zwischengekommen und als ich den Essen gekocht habe, ja, kamen wir ganz schön in Spitzen, weil dann ein paar Schafe dazwischen gekommen sind. Aber gut, wir haben es trotzdem aufgegessen, wäre ja sonst langweilig. So, das nächste ist noch nicht ganz bestückt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Weizengras ist hier drin. Das ist, habe ich auch für den Hund gemacht praktisch. Eigentlich ist das der Kleine hier für den Hund und der Große für unsere Smoothies. Ja. Dann haben wir hier Liebstöckel. Das will ich auch nochmal super gerne. Ja, super gerne ernten. Ja, dann müsst ihr mal gucken. Den Himmel, das geht mich gleich bestimmt wieder Regen. Sieht das ziemlich bewölkt, aber gut. Der Tominambur kommt eigentlich wie jedes Jahr ziemlich gut hier aus dem Knick. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, das zu ernten, mal sehen, ob wir es von letzten Jahr toppen können. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber die gleiche Ernte wäre nicht schlecht. Ja, wieder zu den Neuerungen. Hier haben wir ja aus Resten von unseren Innenpaneelen, die natürlich nicht behandelt sind, ein Mini-Hochbeet noch gebaut. Ja, da kommt noch Erde rein. Wir müssen mal gucken, was wir da reinmachen. Hier haben wir unsere Zitronenmelisse, unser griechischer Bergtee. Ich muss allerdings jetzt gestehen, es kann auch sein, dass es Unkraut ist. Ich weiß nicht warum, aber ob das jetzt hier irgendwie schon was ist, ich glaube aber, das ist Unkraut. Aber ich lasse es trotzdem noch ein bisschen stehen, weil hier unten, wenn man hier unten mal guckt, da kommt ein kleiner, was Kleines kommt da raus. Ich weiß nicht, komme ich daran, ich will das jetzt nicht mit meiner Kamera erschlagen. Aber da kommt was Saftiges raus, es kann auch sein, dass das der griechische Bergtee ist. Ich lasse es jetzt erstmal alles so, lasse es mal groß wachsen und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Die Zitronenmelisse, ich hoffe, es ist sie. Ich kann das immer ganz schlecht wirklich unterscheiden. Ich musste mir eigentlich mal vorher mal Bilder angucken, weil wir haben hier wirklich so viele Sachen, die wir hier ausgesät haben. Ne? Ja, hier haben wir noch unsere Lauchzwiebeln und dazwischen sind unsere, es müssten Tomaten sein, genau. Wir haben hier auch die wilde Tomate, also es ist eine Urtomate, die rote Murmel. Kann ich wirklich nur jedem am Herz legen.
schmeckt super gut, ist für Kinder gut, passt in jeden Kindermund rein und schmeckt zudem auch noch sehr lecker. Hier haben wir noch unsere Litschi-Tomate. Das sieht mir alles ziemlich gleich aus, diese Blätter. Also ich glaube mal nicht, dass sie gekeimt ist. Ja, neu haben wir hier die Marker-Pflanze. Da bin ich mal gespannt. Das ist sie aber auf jeden Fall auch, das weiß ich, was dabei nachher rauskommt. Dann haben wir hier noch die Pimpernuss. Man sieht, die Blätter sehen alles ziemlich gleich aus. Das habe ich da hinten schon gesehen. Und das Saatgut ist garantiert nicht vermischt, aber mal gucken. Ja, die Erdmandel ist ziemlich auf einen Haufen gekeimt. Hier kommt noch eine raus. Ich hoffe noch, dass da vorne was rauskommt. Und dann wird sie noch vereinzelt und da müssen wir mal schauen. So, hier haben wir den Koriander. Der hat eine wahre Explosion hingelegt und alles super. Ja, unsere Linderkartoffel ist mal ein Versuch. Wir haben hier einfach eine Kartoffel reingelegt und mal gucken, ob wir aus diesen Töpfen wie viel wir da rauskriegen. Ja, und die muss jetzt wieder angehäuft werden mit Erde. Das mache ich dann so lange bis oben, bis der Topf voll ist und da müssen wir mal schauen. Hier unten ist das auch endlich gekeimt. Die Kartoffel oder die Kartoffel hat ja schon vorher gekeimt, aber das Blattzeug ist rausgekommen, wie gesagt. Da warte ich noch ein bisschen und dann kann das auch angehäuft werden. Hier haben wir nochmal drei Exemplare vom Palmkohl direkt hier neben dem Knoblauch stehen. Und ja, wollen wir mal gucken, ob der hier überlebt. Wir haben das ein bisschen abgemulcht mit Gras, weil diese Töpfe doch sich ziemlich stark erhitzen. Und nachher ja, habe ich Angst, dass es nachher auszockelt. Hier haben wir noch unser neues oder noch ein neues Hochbeet ausgesät und da ist, glaube ich, ich bin der Meinung, war das nicht, genau, Mais Vanilla Sweet. Ja, unser Rhabarber, der ist auch erntereif, den werden wir jetzt auch ernten. Leider müssen wir uns dann ein bisschen Erdbeeren kaufen, weil unsere noch nicht so weit sind. Ihr seht unsere Erdbeeren hier, die in den Knoblauch, ja, versteckt sind. Die haben zahlreiche Blüten. Hier unten ist sogar auch schon eine Erdbeere. Das kommt jetzt mal raus hier. Ihr seht das hier unten, ne? Na, ich muss mal rankommen. So, hier habt ihr denn schon mal die eine Erdbeere. Wir haben hier noch andere Exemplare, auch größere Exemplare schon. Die da wären. Hier, kommt, seht ihr das? Na, ich hoffe, es ist ein bisschen komisch mit Stativ jetzt hier so rumzulaufen. Und dann versuchen den Boden zu filmen. Hier hinten haben wir noch ein paar Kartoffeln. Ihr seht auch hier, die Erdbeeren sind wirklich mit die besten Erdbeeren, die ich kenne. Und ich habe einige, oder wir haben einige Sorten schon ausprobiert. Und hier sind wir dran hängen geblieben. Ja. So ist das, ne? Die Sorte gebe ich auch nochmal preis. Moment, da ist das Schild, das könnt ihr dann gleich mal sehen, falls ihr da mal Interesse habt. Und zwar ist das die Senga, die altbewährte. Ja. Hier hinten ist noch Kartoffeln, hier haben wir noch mal den Knoblauch im Frühjahr ausgesät. Der andere Knoblauch hier hinten ist ja vom letzten Jahr im Herbst. Und da seht ihr schon mal den deutlichen Unterschied. Ja, was wir noch neu haben, sind hier diese zwei, ich sage jetzt mal Gewächshäuser. Ja, das sind eigentlich Tomatenhäuser und wir haben jetzt das alte Erdbeet umgedisponiert und wollten da gerne so eine Art Gewächshaus haben. Das haben wir ganz neu angelegt und ja, hier links seht ihr unsere Tomaten. Prinz Shami drin, da sind so viele Sorten drin, das kann ich gar nicht alles sagen. Ich werde das mal unten einblenden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber ich möchte es gerne unten einblenden, damit ihr mal seht,
welche Sorten hier drin sind. Ich glaube, die rote Murmel ist hier auch noch mit zwischen und obwohl die Regen ab kann, die ist unempfindlich. Ja, da haben wir noch eine, oh, hier ist eine Blüte abgefallen, eine Pepino, also eine Honigmelone. Die hat echt super schöne Blüten und die ist gekauft, die Pflanze. Na gut, dann machen wir mal hier drüber. So, Melonenbirne. Und hier sind noch zwei Chilis. Und da hinten ist der Thai-Basilikum. Das finde ich ist mit einer der besten Basilikums. Schmeckt leicht anismäßig und finde ich persönlich gibt allen Gerichten noch die gewisse Würze. Hier auf der anderen Seite haben wir eben halt die Gurken. Ja, was für Gurken sind das? Hier haben wir einfach mal die Salatgurke Sensation. Da haben wir hier Boston Picking und da hinten ist noch eine andere Sorte. Moment, das ist irgendwas mit F. Fatum. Ja, das sind so die Sorten, die wir hier so ausgepflanzt haben. Die haben wir ja schon, die haben wir ja vorgezogen, wie gesagt. Und die sind hier so ein wenig geschützt. So, wichtig war, dass wir hier bei diesen zwei Tomatenhäuschen, in Anführungszeichen Gewächshäusern, auch hinten durchgehen können. Aber den Weg gehe ich selten, weil da doch einige Brennnessel sind. Ja, hier haben wir noch einige Kräuter. Dann haben wir hier noch unseren Kohlrabi. Dann haben wir unsere Naschi-Erbse, Spring, glaube ich, ne? Ja, Spring, da haben wir drüben das nochmal, die blüht auch schon. Das ist in diesen Tonnen wirklich gut bewährt. Unsere alten Regenfässern, da ist der Boden teilweise kaputt. Dann haben wir gedacht, bevor das auf den Müll kommt, lebt das hier schon mittlerweile, ich glaube 5 Jahre haben wir es, glaube ich, schon so. Hier haben wir noch den chinesischen Brokkoli. Den haben wir hier ausgesät. Schmeckt auch ziemlich gut. Das sind so Gemüse, was man einfach mal in so eine Wokpfanne reinhauen kann und ja, schön genießen kann. So, das für mich ist jetzt hier auch Neuland. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier, das wird, glaube ich, hier ein Hokkaido-Kürbis sein, richtig? Ah, wieder nicht beschriftet. Hokkaido, genau. Hokkaido-Kürbis. Sehr schön. Ja, hier haben wir noch unseren Kartoffelbeet. Hier ist noch die andere Seite. Hier kommt ihr raus, wenn ihr den geheimen Weg hier geht, praktisch. Und hier haben wir noch den Rosenkohl Heizideal. Ja, jetzt gehe ich mit euch einmal den Weg hier noch und dann kommen wir auch zum Ende. Also hier können wir auch lang gehen, aber es wäre auch keine Sackgasse. Gehen wir hier nochmal durch. Ja, und hier geht es dann eben halt wieder zurück zu der Ecke, wo wir eigentlich hier jeden Abend dann sitzen. Ja. Ich zeige euch noch einmal den Kirschbaum, den wir hier haben. Hat so einige Früchte dran. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben belohnt. Oh Gott. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, das ist kostenlos. Aber das wisst ihr ja alles, das muss ich ja nicht wiederholen. Das, was für andere YouTuber gilt, gilt natürlich auch für Kleingartenparadies. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao.